Nee, Amber Mulch will ich nicht wegschmeißen. Ganz im Gegenteil. Du kommst mal schon mal da rein. So. Okay. 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 Genau, hier wird dann Ruby Mulch und dann brauche ich wieder Substrat für den Red Mulch. Okay. Dann HTP. Mehr HTPE. Okay. Dann brauchen wir schon Wither Dust. Und Blue Slime Crystals. Okay. Und mehr gibt's nicht. Das ist offenbar der beste Mulch. Ja. Okay. Das sind einfach Pellets. Sind auch einfach Pellets gecraftet. Okay. Oh, oder eben Enrichment Chamber. Hm, auch nicht schlecht. Okay. Das ist kein Problem. Und die Pellets hier im PRC. Liquid Ethylene kriegen wir sowieso hin. Oxygen haben wir und kriegen wir sowieso beim kriegen wir standardmäßig nicht. Aber da haben wir einiges von. Das sollte erstmal reichen. Okay. Gut. Und zur Not, hier. Zur Not kriegen wir es hierher. Okay. So. Haben wir hier den einen oder anderen Enderman? Nee, haben wir nicht. Dann töten wir mal die Nicht-Endermänner. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass hier noch ein Enderman spawnt. Denn ich muss noch ein paar Endermänner töten. Leider. So. Gut. Ich meine, die Overworld in Meta ist auch schon nicht schlecht. Ne? Da kriegen wir Prismarine Shards zum Beispiel her. Die wir. Oh, Guardian ist auch Overworld in. Ja, klar. Mist. Wireless Transmission of Fluid. Okay. Huh. Kann ich hiermit irgendwas Sinnvolles machen? Resource Hog Gedöns. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, gucken wir doch mal in unsere Quests. Was haben wir hier noch so? Na, hier Richtung Tool Forge gehen, ja. Das könnte man vielleicht machen. Ja. Eine Ardite. Oh, Glowstone habe ich auch noch nicht. Stimmt. Glowstone und Kobalt fehlen mir noch. Aber. Ich bin mir halt echt unsicher, wie ich da sinnvoll rankomme, außer halt über den Laserdrill. Aber egal, ich wollte
Beziehungsweise ich brauche einen Sewer. Einen Animal Sewer. Dafür brauchen wir Plastik. Dafür brauchen wir eine Latex Processing Unit. So. Ich lasse mich ein bisschen ablenken. Gerade das finde ich nicht gut. Eisen, Holz, Redstone Block. Na komm. Ja, komm. Natürlich. So. Jetzt was noch. Holz. Ganz normales, reguläres Holz. Okay. So. Ansonsten ein Gear. Ist auch nur mehr Eisen. Zwei Furnaces. Haben wir auch. Gut. Hatte ich nicht? Nee, hatte ich nicht. Ich habe kein ganzes Stack Eisen mitgenommen. Warum sollte ich auch, ne? So, und dann brauchen wir einen Tree Fluid Extractor. Wenn man Furnace noch eingehe, ein Stone und Redstone. Okay, brauchen wir mal einen Stone hier. Ein Gear. Oh, der Furnace. Der Furnace fehlt. Gut. Meinetwegen, so. Ich weiß gar nicht, brauchten die Strom? Nee. Der zumindest nicht und der aber. Wie doof. Na gut. Die Cauldron hier nehmen wir mal weg. Hau ich mir das einfach hier hinten hin? Weil ich faul bin. Ja. So. Natürlich. Andersrum. So nämlich. Genau. Okay. Dann brauchen wir einen Item Duct und ein Servo. So. Dann schmeißen wir hier Oakwood hin. Moment. Das ist Unsinn hier. Das ist Unsinn. Stimmt. Wir brauchen ja ein Fluiduct dafür. Ist ja die Latexflüssigkeit, die da raus muss. So, wie rum stehst du? Okay.
Okay, da ist vorne. Das heißt, das ist links. Wo ist active? Yo. Oh, du brauchst noch Wasser? Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Das wird jetzt eine sehr interessante Konstruktion. Ups. Das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich nur. So. Und dann, na komm. Dann halt ein bisschen Wasser da rein. Okay. Ich brauche echt eine gute Möglichkeit für eine endlose Wasserquelle. Hier. Die Infinite Water Sources. Die brauche ich. Graphite Dust. Manufactory. Okay. Factory. Was brauchen wir dafür? Lead, Piston, Flint. Das ist absolut kein Problem. Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Keine Ahnung, weil ich dumm bin oder so. Das ist halt echt das geringste Problem von allen. Wow. 5 Blocks aus mir. Ja, dann viel Spaß. So, Kupfer brauche ich, Eisen habe ich. Wait. Fluid Infuser. Ah, okay. Okay, ich kann das auch als leeren Rahmen craften und dann über den Fluid Infuser hier das Wasser das Wasser reinbringen. Aber das wäre ja dumm, wenn ich das so mache. Okay, Zinn habe ich noch, das weiß ich. Okay. Gut, gut, gut. Zinn wollte ich hier reinschmeißen. Kupfer, nicht Zinn. Kupfer. Ist was anderes als Zinn. So ein bisschen. Mm.
Einfach hier mal ein bisschen eine Sache beschleunigen. Und dabei die Musik genießen, weil die Musik ist gut. Ich mag die Musik. Das spawnen einfach keine Endermen mehr. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Okay. Okay, hier fehlt mir jetzt das Polymer. Aber das soll auch erstmal in Ordnung sein. Okay. Wir haben Kupfer in recht großer Menge. Ich hatte schon Kupferblöcke drin. Egal. So. Ja. Und ich muss mich nur daran gewöhnen, dass mein Crafting-Table jetzt da steht. So, das müsste so gewesen sein. Genau. Perfekt. Die Manufactory hier. Lead, Flint, Piston, Redstone. Okay, eine Piston habe ich glaube ich nicht. Lead habe ich hier nur noch einen, aber da habe ich Blöcke. Das ist kein Ding. Lead habe ich blöckeweise. So, dann für eine Piston brauchen wir einen Redstone. Den Kobbel. Und das kann ich mir nie merken, wie rum. So rum. Okay. So, zwei Flint. Habe ich keinen Flint? Ich, doch, hier. Ich wollte schon meinen, ey. Wenn ich jetzt keinen Flint gehabt hätte, ne? Das wäre sehr merkwürdig geworden. Ja, komm. Okay. So. Lead, das Ding. Flint und Redstone. Ja. Okay, damit ist die Manufactory schon mal durch. Sehr schön. Okay. Das war Graphite Dust. Nee, Graphite Dust muss. Einfach Crushed Coal. Okay. Gecrushte Kohle. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir sogar sehr gut hin. Weil Kohle haben wir. Wir haben einen Crusher. Hey. Crushed Coal. Beziehungsweise Pulverized Coal. Warum ist es keine Crushed Coal? Egal. Egal. Ich meine, ne, funktioniert genauso. Muss ich hier rein, geht durch, ist fertig.
Griffith Dust. Hey! Sehr schön. Und aus zwei davon kriegen wir zwei Platings. Okay. Ich brauche vier Platings allein dafür. Und ich brauche einige dafür. Ich brauche dieses Rezept 64 Mal. Ich brauche einiges an Graphite Dust. Das war mir vorher nicht so ganz bewusst. Jetzt ist es das. Ha. Huh. Oh, ich darf das nicht einfach da reinschmeißen. Fällt mir gerade ein, das wird sonst wieder Stahl und das will ich gerade nicht. Blöd.